Ja, hallo liebe YouTuber. Ich werde sehr häufig gefragt in letzter Zeit, wie man denn im XBMC einzelne Teile des XBMC automatisch starten kann, sobald das XBMC startet. Also ich zeige euch das mal. Wenn ich hier meinen XBMC öffne, dann komme ich in meine Standardansicht. Der erste Punkt hier in dem Fall Filme ist markiert. Und jetzt werde ich zum Beispiel gefragt, wie kann ich es machen, dass als erstes direkt meine Favoriten geöffnet werden? Weil hier habe ich meine Lieblingsmusik drin, meine Lieblingsfilme, Lieblingsserien, was auch immer. Das ist eigentlich ganz easy. Ich zeige euch das mal. Und zwar nehmt ihr einfach den Texteditor eures Vertrauens, entweder Notepad oder Notepad ++ oder unter Mac Text Edit oder wie ich hier Sublime. Und da öffnen wir uns einfach eine neue Datei. Wie gesagt, egal in welchem Editor. Wenn das ein erweiterter ist, können wir hier noch das Syntax-Highlighting auf Python einstellen und geben hier ganz einfach den Zweizeiler ein. Import XBMC und in der zweiten Zeile XBMC.execute built-in, Klammer auf, Apostroph, Activate Window, nochmal eine Klammer auf und dann der Name des Fensters, das wir zuerst geöffnet haben wollen. In unserem Fall jetzt die Favoriten, die Favorites und nochmal Klammer zu, Apostroph, Klammer zu. Das ist auch alles, das müssen wir jetzt einmal speichern. Und zwar speichere ich das auf meinem Schreibtisch und es muss unter autoexec.py gespeichert sein. Viele Leute kennen autoexec noch aus alten Windows 98 Tagen, DOS oder Windows XP gab es die sogar auch noch. Ich speichere das mal. Hier haben wir sie. Und die muss jetzt noch in den User Data Folder bewegt werden. Ich gehe da mal hin. Wie gesagt, unter Windows ganz genauso. Na, ich stelle das mal um. User Data und einfach hier reinlegen. Das hat jetzt folgenden Effekt. Wenn ich jetzt das XBMC öffne, sehen wir direkt, zack, wir sind in unseren Favoriten. Und so einfach geht das. Nun ist man natürlich nicht beschränkt auf diese Favoriten. Man hat hier noch viel, viel mehr Optionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Datei wieder aufmache, könnte ich zum Beispiel hingehen und tausche dieses Favorites einfach aus, zum Beispiel durch My Video Library, Komma und dann Movie Titles. Das bedeutet, ich möchte meine Videobibliothek geöffnet haben, mit sortiert nach meinen Filmtiteln. Ich speichere das mal. Speichern. Dadurch, dass wir es direkt hier rausgenommen haben, müssen wir es jetzt nicht nochmal da hinlegen. Ich starte das XBMC wieder und wir sehen, wir sind jetzt direkt beim Start in unseren Filmen. Das macht er jetzt jedes Mal. Ich zeige das nochmal, indem ich hier einmal rausgehe und mache das nochmal auf. Wir sehen, wir sind wieder in den Filmtiteln. Das lässt sich natürlich beliebig weiterspielen, dieses Spiel. Ich gehe nochmal raus. Und zwar gehe ich jetzt hier hin und wechsle das aus hier, My Video Library, durch My Music Library und schreibe dann hier zum Beispiel ein Albums. Einmal speichern. Ich mache das immer mit dem Shortcut. Ich kann jetzt natürlich auch hier rüber und dann hier hin. So, jetzt mache ich das XBMC wieder auf. Und wir sehen, er geht in meine Musik und zeigt mir die Alben an. Das gleiche geht natürlich auch. Ich gehe nochmal raus und wechsle hier Albums durch Artists für Interpreten, speichere das Ganze wieder, mache wieder auf und wir sehen, ich bin in der Interpretenansicht. Das kann man beliebig fortführen mit Genre, mit Jahr, was weiß ich, auch immer. Ich kenne nicht alle Begriffe auswendig, aber durch Ausprobieren kriegt man das meiste raus. Aber wir sind natürlich nicht limitiert nur auf diese Fenster. Wir können auch hingehen und tauschen einfach diesen kompletten Befehl aus hier. Ich lösche das mal. Und tauschen den ganzen Befehl aus gegen diesen hier.
Mit diesem Befehl nehme ich fast das gleiche XBMC, Execute Built-In, aber statt Activate Window können wir jetzt Run Add-on nehmen. Das bedeutet einfach Folgendes. Ich mache das XBMC nochmal auf. Wir können jetzt Add-ons direkt starten lassen. Dazu müssen wir natürlich erst Add-ons installiert haben. Wer noch nicht so viel mit Add-ons hier herumgespielt hat, der wird sehr wahrscheinlich nur das YouTube-Add-on drin haben. Aber ich habe hier zum Beispiel, das kann man unter Aktiviere Add-ons sehen, sieht man das hier in so Kategorien. Und ich habe zum Beispiel mir hier dieses Radio-Add-on mal aktiviert. Da kann man sich halt verschiedene Radiosender aussuchen, die dann aus dem Internet gestreamt werden. Und das kann ich natürlich auch beim Start öffnen lassen. Ich gehe nochmal raus hier. Hierzu muss ich aber wissen, wie dieses Add-on in Wirklichkeit auf der Platte heißt, wie dessen ID ist. Das kriegt man ganz schnell raus, indem man quasi in diesem User-Data-Ordner eine Instanz nach oben geht, nämlich hierhin, wo der User-Data-Ordner liegt. Bei Windows ist das natürlich genauso. Dann unter Add-ons geht und dann hier mal die Liste durchschaut. Und hier habe ich schon Plugin Audio Radio.de. Das kann ich jetzt anklicken. Und hier haben wir eine Add-on XML. Wenn ich mir diese mal aufmache, kann ich hier reingucken und sehe dann hier oben, na, wo war es jetzt? Hier. Die Add-on-ID direkt in der zweiten Zeile. ID gleich Plugin Audio Radio.de. Das ist meistens derselbe Name, wie er hier als Ordner drin ist. Jetzt gehe ich einfach hin, kopiere mir den Ordnernamen heraus und setze diesen einfach hier zwischen die Klammer. So dass hier Plugin Audio Radio.de steht. Jetzt speichere ich das Ganze wieder. Mache das XBMC auf. Und wir sehen, er wechselt direkt in dieses Plugin. Ich kann hier hingehen, mir einen Stream öffnen. Und ich mache das mal leise. Und so einfach geht das. Oh, Kassettendeck, sehr schön. So, das Gleiche können wir natürlich mit fast allen anderen Add-ons auch machen. Ich mache das jetzt mal hier zum Jux. Hier gibt es das Plugin Video YouTube. Ich nehme mal das, kopiere mir hier wieder den Ordnernamen raus, beziehungsweise den Plugin-Namen. Kopiere den hier rein, Plugin Video YouTube, speichere das Ganze und mache das XBMC wieder auf. Und wir sehen, wir sind direkt im YouTube-Add-on. So einfach ist das. Jetzt gibt es noch ein tolles Schmankerl. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel hingehen. Ich schließe das Ganze mal hier. Und jetzt suche ich mir einfach aus dem Internet zum Beispiel eine Livestream-URL. Ich suche mal nach 1Live Livestream. So. Und zwar brauche ich die direkte URL. Am besten sucht man hier nach einer M3U. Und hier haben wir zum Beispiel Streaming-Überblick, WDR-Radio. Und hier haben wir 1Live. Na, jetzt macht er mir iTunes auf. Das beende ich mal eben. So, jetzt haben wir hier eine M3U bekommen. Das geht natürlich mit allen anderen Sendern auch. Die lege ich mir mal hier irgendwo hin. Und jetzt mache ich mal den Autostart hier aus dem XBMC wieder raus. Das kann ich machen, indem ich einfach die Datei lösche. Dann ist alles wieder beim Alten. Und jetzt kann ich hingehen und kann mir was Nettes einstellen. Ich mache das mal unter dem Standard-Skin, weil auch hier haben wir vielleicht ein paar Skin-Schwierigkeiten. Da müsst ihr einfach mal schauen, wie das bei eurem Skin am besten aussieht, beziehungsweise wo ihr das findet. Und zwar im Conference-Skin ist es auf jeden Fall unter Darstellung, Skin, Einstellung, hier unter Allgemein. Und hier könnt ihr dann einstellen, Playlist beim Alten, Playlist beim Einschalten abspielen.
Und bei Pfad wählt jetzt einfach den Pfad zu dieser M3U-Datei aus. Ich habe die bei mir auf dem Desktop, nämlich in dem Fall, upala, hier diese 1 Live M3U. Und jetzt kann ich quasi wieder aus dem XBMC rausgehen. Und wenn ich es jetzt wieder öffne, seht ihr, öffnet sofort diesen Stream, verbindet mich und ich höre sofort den Stream und kann jetzt hier natürlich durch mein XBMC laufen, Musik untermalt und so weiter und so fort. Hier seht ihr dann quasi auch Infos zur Sendung, die werden mit übertragen. Also ist ganz einfach und ja, gar nicht mal so übel. Das können wir jetzt natürlich auch noch auf die Spitze treiben. Und zwar, ich hatte hier eben so eine schöne Seite. Wo war das? Stream. Und zwar, hier waren wir. Jetzt können wir natürlich hingehen und können uns hier noch andere nehmen. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? WDR2 Ruhrgebiet. Das hört sich doch gut an. Ich lade mir auch hier diese M3U mal runter. Und gehe jetzt quasi hin, öffne die mit meinem bevorzugten Texteditor und gehe einfach hin und kopiere mir diese URL hinaus und füge die hier in schon meine schon vorhandenen Playlist direkt als zweites ein. So, jetzt habe ich hier quasi zwei URLs drin stehen. Ich speichere das Ganze. Macht das XBMC wieder auf, öffnet mir den Stream, ich höre das Radio und jetzt kann ich mit vor und zurück, kann ich durch diese Radiostation quasi switchen. Das ist jetzt quasi der zweite und jetzt kann ich wieder zurück zu 1 Live. Seht ihr, so einfach ist das. Und so kann man sich quasi seine Lieblingsstation zusammenstellen und die dann einfach durchflicken. Ganz easy. Kann man dann auch ins Vollbild gehen und hört das halt auf diese Art und Weise. Ihr seht, das mit dem Autostart ist eigentlich ganz, ganz easy und einfach nachzumachen. Falls ihr Fragen habt, postet die in die Comments. Abo wäre toll. Ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Video.